Was macht Schottland eigentlich aus? Sind es die einsamen Lochs? Die Distillen? Vielleicht die Schlösser und Burgen? Oder ist es doch der Schotte selbst? Mit einer Tour durch die Highlands hatten wir jedenfalls vor, genau das herauszufinden. Wir starten bei meinem Kumpel Paul in Glasgow. Dort treffen wir ihn dann ganz ohne Dudelsack und Kilt. Paul, Scottish, German, speak English. Der typische Akzent ist allerdings geblieben. Schnell das Reisegepäck verstaut, dann geht's mit ihm zu seinem Lieblingsplatz, den flächenmäßig größten See der Schotten. Paul fährt mit uns zum Balmaha Pier, einem Anleger am Ufer des Loch Lomond. Über fast 40 Kilometer erstreckt er sich in den Norden. Die irrsinnige Größe des Sees können wir hier nur erahnen. Ein bisschen können wir die seltene Sonne genießen und noch eben ein Foto schießen. Dann aber müssen wir uns schweren Herzens auch schon wieder auf den Weg machen, denn der erste richtig wichtige Termin wartet auf uns. Also das ist jetzt das typisch schottische Wetter. Vor 5 Minuten hat die Sonne noch so mehr oder weniger geschienen. Jetzt sind wir, weiß ich nicht, 10 Kilometer oder so gefahren und es pisst wieder aus einmal. Deshalb gehen wir jetzt auch irgendwo rein und nicht irgendwo rein. Distillery. Seit gut 180 Jahren gibt es diese Brennerei bereits. Besonders macht sie dabei vor allem ihre Lage. Während in den Highlands gebrannt wird, lagert und reift der Whisky in den Lowlands. Das ist es auch, was Whisky ausmacht. Echte schottische Single Malts müssen nämlich mindestens 3 Jahre reifen, bevor sie überhaupt so genannt werden dürfen. Die meisten sind allerdings deutlich älter. So kostet der älteste eingekorkte Whisky hier fast 3.500 €. Auf unserer Reise kommen wir neben Glengoyne im Süden noch an 3 weiteren interessanten Destillen vorbei. Pulteney, der nördlichsten, Dalwhinnie, der höchstgelegenen und an der ältesten, Glen Turret. Destillen findet man in Schottland jedoch noch viele, viele mehr. So viele wie nirgendwo anders auf der Welt. Also man muss das auch tatsächlich nicht verstehen als Nicht-Whisky-Trinker, aber es ist wirklich höchst interessant, wie sie dieses Zeug hier zusammensetzen. Wichtig ist, am Ende landet alles in der Flasche. Genau. Kostet ziemlich viel Geld. Also doch bevor es für uns weitergeht, schwingen wir erstmal den Kochlöffel. Anyway, cheers, cheers guys. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you for having us. Am nächsten Morgen geht es für uns von Glasgow aus erst einmal gut 50 Kilometer in Richtung Norden. Das Ziel, die Schicksalsburg der Schotten. Als Knotenpunkt der Handelsrouten in die Highlands reichlich umkämpft, trotzte sie auf dem Castle Rock drohend vielen Belagerungen. Dass sie dennoch des Öfteren den Hausherrn wechseln musste, lag weniger an der Befestigungsanlage, sondern wie so oft an der Nahrungsversorgung der Burgbesatzung. Seit ihrer Restaurierung erstrahlt die Royal Hall auch wieder in Goldgelb, wie einst zu Zeiten Jakob IV. Übrigens, dem Vernehmen nach wohl der fähigste König der Schotten. Der schottischen Historie geschuldet, findet man auf einer Rundreise zahlreiche Zeitzeugen und Monumente. Wie hier zum Beispiel das William Wallace-Denkmal. Während uns auf dem Weg nach Portree das vollständig restaurierte Eilean Donan Castle und das hervorragend erhaltene McLeods Domizil Dunvegan Castle begegnen, entdecken wir im hohen Norden nur noch diese einsame Ruine. Wieder in der Gegenwart angekommen, machen wir uns auf den Weg in Richtung Fort William. Die fantastische Strecke rund um das Loch Katrine gibt uns endlich auch die Möglichkeit, unsere blockigen Reifen wieder rund zu schmiegeln. Kurz vorm Ziel sucht uns jedoch wieder der Regen heim. Angekommen machen wir deshalb das einzig Sinnvolle. Immer zu spät, ey. Fast hätten wir deshalb am nächsten Tag unseren Hogwarts-Express verpasst. Dieser heißt eigentlich The Jacobite und passiert hier das Glenfinnan-Viadukt. Doch nach dem Gewusel oben am Aussichtspunkt genießen wir lieber die Bilderbuchlandschaft unten am Loch Shiel. Vom Glenfinnan-Viadukt aus geht es dann über Kyle of Lochalsh auf die größte schottische Insel. Ist geil. Der Weg nach Kyle of Lochalsh gehört zu den landschaftlich eindrucksvollsten Abschnitten unserer Reise. Doch leider verhageln uns einheimische Plagegeister unsere Aufnahmen. Den Spaß mindert es natürlich nicht. Doch an der Sligechen Bridge ist dann Schluss mit lustig. Ich hoffe, man sieht, was ich hier für Qualen durchleide. Und das nur, weil diese Midges mich nicht in Ruhe lassen. Zu unserem Glück dezimieren die Triumphs diese Plage äußerst zuverlässig. Am nächsten Morgen erkunden wir erstmal den malerischen Küstenstreifen nördlich von Portree. Die Schotten behaupten, dass man nirgendwo dem Himmel näher sei. Und auf dem Weg zum Old Man of Storr am nächsten Tag erfahren wir dann auch warum. Anstatt den gut befestigten Wanderweg zu nehmen, laufen wir lieber querfeldein an der schroffen Küste entlang. Also ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass das eine gute Idee war, wenn ich ehrlich bin. Etwas mehr als 3 Stunden spazieren wir deshalb durch den Regen. Doch als wir endlich in Reichweite des Kultfelsen sind, schwebt der alte Herr im dichten Nebel. Völlig durchnässt sparen wir uns den Aufstieg und nehmen lieber die Abkürzung in den nächsten Pub. Von jetzt an geht's in den hohen Norden. Am Dunvegan Castle vorbei verlassen wir Skye, fahren wieder in Richtung Kyle of Lochalsh und dann weiter, jedenfalls so der Plan, bis nach Applecross. Doch an diesem Bilderbuch-Sonnenuntergang kommen wir einfach nicht vorbei. Jetzt geht's nach Applecross Drin hat uns gerade noch einer gewarnt, wir sollten aufpassen wegen des Nebels und des Regens und des Windes und was weiß ich noch was. Und naja, jetzt gucken wir uns mal selber an, ob man da oben nicht doch herfahren kann. So, dann sind wir auch mal angekommen. Jetzt gibt's was zu essen. Mach fertig, gleich ist dunkel, dann wird's spaßig. Plan und zimmerlos geht's durch die blaue Stunde. Also wir sind jetzt etwa 20 Kilometer außerhalb von Applecross Richtung Ullapool und wir haben natürlich nichts gebucht, was uns etwas das Genick gebrochen hat vorhin in Applecross, weil da war alles voll. Genau. Naja, jetzt sind wir hier und hier hört man nichts. Im Radius von 20 Kilometern ist nichts. In 20 Kilometern ist nämlich das nächste Mal, wo wir abbiegen müssen. Deshalb machen wir jetzt mal, dass wir weiterkommen, damit wir überhaupt noch was zum Schlafen kriegen. Im nächsten Dorf angekommen, deutet dann alles auf eine frostige Parkbankübernachtung hin. Doch gerade als Flo Quartier beziehen möchte... Yes? Okay, thank you. Und das Glück hält an. Selbst die Pinte hat noch offen. Ich bitte freundlichst drum. Und jetzt gehen wir an die Bar. Und Leute zum Anstoßen finden sich überall. Auf dem Weg zum Frühstück wandert der Blick unweigerlich zur Parkbank. Und so schön das beheizte Zimmer auch gewesen ist, der Ausblick wäre es uns fast wert gewesen. Endlich erreichen wir die Nordküste Schottlands. Ab jetzt begleitet uns das Rauschen des Meeres bis hin zum nördlichsten Punkt der britischen Hauptinsel. Das Pärchen vom gestrigen Abend trifft kurz nach uns ein. Und nachdem man sich nun zum 7. Mal über den Weg gelaufen ist, gibt's am Dunnet Head dann auch das Erinnerungsfoto. Nach einer kurzen Visite bei der Pulteney-Distille in Wick fahren wir jetzt wieder südwärts in Richtung Inverness. Unweit der Hauptstadt der Highlands wartet am folgenden Morgen wohl einer der historisch bedeutendsten Orte des Landes auf uns: Culloden Moor. In diesem Moor endete im April 1746 der Aufstand der Jakobiten gegen die Engländer. Tapfer verteidigten die Clans gemeinsam ihr Schottland gegen die Unterdrücker aus dem Süden. Bei den ständigen Streitereien untereinander ein durchaus seltener Moment der Einigkeit. Angeführt von Bonnie Prince Charlie endete die Entscheidungsschlacht jedoch in einem Desaster. Die etwa 5400 Mann starke Armee der Schotten wurde von gut 9000 Engländern regelrecht überrannt. Zu Ehren der über 1000 gefallenen Jakobiten wurden hier zahlreiche Grabsteine aufgestellt. Den Engländern hingegen wird allenfalls bescheiden gedacht. Seit unserem Besuch am Dunnet Head sind wir nun schon wieder ein gutes Stück in den Süden gefahren. Vor gut 2 Wochen bei meinem Kumpel Paul in Glasgow gestartet, ging es weiter zum Hogwarts Express am Glenfinnan-Monument, rüber zur Insel Skye und zum wunderschönen Dunvegan Castle, dann über den gefährlichsten Pass Schottlands, hoch in den wilden Norden. Unterwegs haben wir viele neue Bekanntschaften geknüpft. Gemeinsam guten Whisky getrunken. Wie sagt man in Schottland? Slantjeva. Slantjeva. Und naja, nennen wir es mal, heimische Spezialitäten probieren. Nein, dazu tun, das Ganze hier aus wie ein Puck. Doch nun neigt sich unser Trip dem Ende entgegen. Ein letztes Mal schauen wir hier hoch in die Highlands. Und obwohl mal wieder Regen aufzieht, kann man nur eins dazu festhalten: Mein Gott, ist das schön. Bye-bye!